Wir sind ja vor den Toren der Firma KSM Technik. Es ist ein 24-Stunden-Warnstreik. Das heißt, wir legen diesen Betrieb für 24 Stunden lahm. Eine Dreischichtigkeit, die bei uns gefahren wird, rund um die Uhr, ist natürlich auch besonders belastend für die Kollegen. Es ist einfach Schlauchen, es geht auf die Gesundheit. Wir krempeln den Körper um. Nachts, wo man schläft, geht man arbeiten. Und tagsüber, wo man arbeitet, liegt man im Bett und schläft oder versucht zu schlafen. Darum ist es für mich sehr wichtig, auch mit der Arbeitszeitverkürzung, vielleicht auch ein paar Urlaubstage mehr, um die Regenerierungsphasen dann ein bisschen besser zu gestalten. Das Gute ist, dass dieser 24-Stunden-Warnstreik auch für die Kollegen nicht unentgeltlich ist. Das heißt, sie opfern zwar ihren Arbeitslohn an diesem Tag, wird aber von der IG Metall erstattet. Und zwar immer gemäß deren Beiträge, die sie zahlen. Die Leute kommen hierhin, registrieren sich in den Bus über eine Karte, dann gehen Sie ins Internet und dann wird Ihnen das Geld automatisch aufs Konto überwiesen. Ich gebe dir hier deine Streikkarte. Du hast die Möglichkeit, dich online zu registrieren. Hier wird beschrieben, wie du das machen musst. Nach der Registrierung gehst du auf die IG Metall-Seite für das Streikgeld, gibst diesen Code ein und damit rufst du dein Streikgeld ab. Seit gestern um 22 Uhr sind in der ganzen Republik Kolleginnen und Kollegen genauso wie ihr im Ausstand für 24 Stunden und dafür wirklich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Bei KSM als auch bei Joko geht gar nichts mehr. Der Betrieb steht still. Wir sind stolz darauf, dass wir mitwirken dürfen, die Tarifrunde zu gestalten. Ja, wir sind also auf die Straße gegangen, weil wir sagen, wir haben selber einen Arbeitgeber, der absolut satt ist. Und wir fordern unsere Prozente ein und das sind an der Zahl 6. Auch heute vom Vorwerk hier, wir haben zum dritten Mal unsere Produktion stillgelegt, weil wir wollten noch ein klares Zeichen der Solidarität setzen. Die Aufforderung an die Arbeitgeber, die Lösung nicht im Gerichtssaal, sondern am Verhandlungstisch zu suchen. Ihr habt nicht mehr allzu viele Chancen. Die Einkommen aus Kapital werden jedes Jahr um 13% gesteigert. Ja. Unsere Einkommen nur um 2%. Jetzt müssen wir dem mal zeigen, was wir drauf haben, Kolleginnen und Kollegen.